So, Inside Politics Folge 19. Ja, die Sommerpause ist vorbei. In meinen Augen, wie man sieht, ist auch wieder da. Wir haben heute ein Zusammentreffen hier im Presseclub mit den Landesräten Leichtfried, Lackner und Campus. Das ist sozusagen die erste Ausgabe, weil zuerst einmal die SPÖ drankommt, demnächst auch die ÖVP. Zu dieser Veranstaltung werden wir dann auch jeweils Fragen stellen an die zuständigen Landesräte, die dann kommen werden. Wie schaut es heute aus? Ja, jeden Landesrat haben wir zwei Fragen gestellt und ja, das wird sie jetzt sehen. Frau Landesrätin Campus, ich darf bei Ihnen noch beginnen. Sie haben vorher eine sehr, sehr wesentliche Funktion in der Landesverwaltung gehabt, als Leiterin der Abteilung in der steirischen Landesverwaltung, Abteilung für Landes- und Gemeindeentwicklung, waren in einem sehr wichtigen Projekt maßgeblich involviert und in Ihrer neuen Funktion verantworten Sie Soziales, Arbeit, Integration. Wie geht es Ihnen in Anbetracht aktueller Entwicklungen, wo Sie gleich sehr wichtige Handlungen setzen mussten, sehr wichtige Entscheidungen, wie geht es Ihnen in der neuen Funktion als Landesverwaltung? Ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Kommen. Ja, was immer ich jetzt sage, es ist eine schwierige Antwort. Also, und ich möchte es auch zweiteilen. Mir persönlich geht es gut. Ich mache das neue Amt sehr, sehr gerne, mit sehr viel Begeisterung und sehr viel Gestaltungswillen, den ich mitbringe. Mir geht es nicht gut, weil ich angesichts der tragischen Ereignisse, angesichts des Themas, für das ich verantwortlich bin, da kann es einem ganz schlicht nicht gut gehen. Also wenn man nur einen Funken Menschlichkeit mitbringt und sich überlegt, wie kann man dieses große Thema des Flüchtlingswesens, des Asyls gut bearbeiten, dann ist das derzeit eine Situation mit diesem furchtbaren Ereignis der 41 toten Menschen und mit Bildern, die uns tagtäglich heilen. Das ist etwas, das natürlich eine große Herausforderung ist, das sehr viel auch an Kraft fordert und insofern, wie gesagt, eine geteilte Antwort. Ich mache das, wofür ich verantwortlich bin, sehr gerne. Aber im Wissen, dass das, was jetzt europaweit und über Europa hinaus passiert, etwas ist, das man natürlich nicht auch nur annähernd mit gut beschreiben kann. Das sind ganz, ganz schreckliche Ereignisse, die aus meiner Sicht raschest einer europäischen Lösung bedürfen. Auf Landesebene, Sie haben jetzt mit Kurt Karcher einen uns allen seit vielen Jahren sehr erfahrenen, sehr bekannten Koordinator für diese Problematik eingesetzt. Ist es das jetzt fürs Erste, wo Sie sagen, das wird Wirkung haben auf Landesebene, das wird Wirkung zeitigen, mittelfristig bis langfristig, welche Überlegungen gibt es da, dieser Problematik zu begegnen? Also wir haben, denke ich mir jetzt, und ich bin auch dankbar für die Einleitung, das vergisst man selber manchmal auf, weil einfach so viel passiert ist in diesen letzten zweieinhalb Monaten, wo ich für dieses Amt zuständig sein darf. Ich denke mir, wir haben da sehr viele Maßnahmen setzen können. Wir haben da vielleicht noch mal die wesentlichen Eckpunkte, erwähnen. Wir haben mit dem Herrn Hofrat-Karcher einen sehr, sehr erfahrenen Koordinator, der aus diesem Bereich kommt und ganz sicher jetzt diese Bestrebungen, die schon immer gegeben hat. Auch von meinem Vorgänger, wo sie geschritten ist, mit den Gemeinden gut zu kommunizieren, gute Lösungen zu finden, diese Bestrebungen noch verstärken wird. Wir haben in der Verwaltung aufgestockt, wir haben jetzt mehr Personal zur Verfügung gestellt, wir haben sehr erfahrene Menschen, die jetzt weiterhin, was bisher schon war, diese Bemühungen verstärken werden, die Quartiersuche in Steiermark gut und noch besser in die Wege zu leiten. Ich bleibe aber bei dem und weiß, dass ich mich da nicht überall beliebt mache. Ich sage es immer wieder sehr pointiert. Mir sind 92%, und wir liegen heute auch wieder bei 92% der Erfüllungsquote, mit dem steirischen Weg, wo wir es bisher geschafft haben, keine Container, keine Zelte, keine Massenquartiere, viel, viel lieber als möglicherweise 100% und viele Gemeinden, wo einfach Integration dann nicht mehr funktionieren kann. Das muss man, so ehrlich muss man sein, wenn ich ein sehr großes Quartier habe und da spreche ich von 200, 300, 400 Personen, wie soll denn eine Integration gelingen? Das ist eine Herkulesaufgabe und das setzen wir auf kleinere Einheiten.
dass das zulasten der Quote geht, das nehme ich in Kauf, muss ich in Kauf nehmen, aber ich glaube, nachhaltiger und besser für die Steiermark. Und wir sind ganz schlecht für die Bevölkerung zuständig und dieser verantwortlich, nicht mehr und nicht weniger. Ist es klüger, da behutsamer und nachhaltiger? Hallo, wir haben jetzt die Frau Landesrätin Doris Campos bei uns. Frau Magister Campos, ich möchte Ihnen die Frage stellen, wo sehen Sie sich mit Ihrem Ressort im Jahr 2020 und was sind für Sie die zwei drängendsten Fragen für die Steiermark bis 2025? Also die zwei drängendsten Fragen sind aus meiner Sicht ganz klar und aktuell das Thema, wie gehen wir die Steiermark, wie geht Österreich und wie geht Europa mit der Flüchtlingsproblematik um. Ich denke mir, das ist eine Aufgabe, die uns noch sehr lange beschäftigen wird, weil es nicht nur darum geht, dass jetzt Menschen zu uns kommen, die für eine bestimmte Zeit nicht so gut Klavier haben, sondern weil es für mich eine zutiefst große Frage ist, dass wir Menschen Hilfe brauchen, diese Hilfe bekommen. Wir wollen auch dafür sorgen, dass sie gut integriert werden. Das zweite Thema ist die Frage Arbeitsmarkt. Was können wir im Bereich der Beschäftigung tun? Ich glaube, dass wir weltweit und europaweit eine Herausforderung bleiben. Allen Prognosen zufolge wird sich die Wirtschaft nicht so entwickeln. Das heißt, wir müssen sehr, sehr viel tun, um gut in beschäftigungspolitische Maßnahmen zu investieren. Und auf Ihre erste Frage hin, wo sehe ich mich mit dem Ressort 2020, nämlich genau dort, dass vor allem zu diesen Schwerpunkten und zu weiteren sozialen Fragen wir einfach gute Lösungen mit den Steirerinnen und Steirern erarbeiten können und für sie da sein können. Das ist mir das größte Anliegen, dass jene die Hilfe brauchen, die sie von uns auch bekommen. Und meine zweite Frage ist bezüglich der Kriegstraumabewältigung, die jetzt teilweise bei den Flüchtlingskindern ja schon anfängt und auch bei den Erwachsenen weitergeht. Gibt es da von Ihrem Ressort aus eine entsprechende psychologische Notfallstelle, sage ich mal? Haben Sie da schon etwas eingerichtet, was diesbezüglich als Vorbereitung dienen soll? Also wir haben, was wir jetzt grundsätzlich haben, ist eine Hotline für alle möglichen Anfragen, Probleme, aber auch wenn ich ehrenamtlich tätig werden könnte. Diese Hotline gibt es 0800 862. Das ist aber für generelle Fragen und ihr spezielles Thema der Traumatisierung Jugendlichen vor allem, was wir erleben. Da gibt es Unterstützung, ja, sie gibt es schon länger. Wir haben NGOs, mit denen zusammengearbeitet wird, wir haben natürlich Ärzte und. Und die schauen auch sehr, sehr genau drauf und sie wissen, dass wahrscheinlich sind eine Zielgruppe, die uns sehr am Herzen liegt. Da besonders gut geachtet werden muss, können diese Kinder und Jugendlichen untergebracht werden. Wir schauen da auch sehr, dass wir zum Beispiel Familien haben, Pflegefamilien, die diese Kinder und Jugendlichen betreuen. Das ist ein Schwerpunkt und da gibt es Unterstützung schon jetzt. Gut, dann sage ich herzlichen Dank. Danke und wünsche noch einen schönen Abend. Wieder schon. Danke, wieder.